Hallo. In der Zwischenzeit ist es Herbst geworden und jetzt möchte ich euch zeigen, was ich aus der Wolle mache. Ja, die Tage sind jetzt kurz, es ist kalt, es ist dunkel und da kann man wunderbar im Haus drin sitzen und spinnen und stricken. Und da werde ich euch jetzt alle Schritte zeigen. Am Anfang gehen wir noch mal kurz zurück. Ich habe die Wolle im Sommer gewaschen. Das werde ich euch noch kurz zeigen. Und dann machen wir weiter mit der Wollverarbeitung. Jetzt erzähle ich euch, wie das mit der Wolle geht, bis man vom Schaf zu einem fertigen Pullover kommt. Ich habe im Frühjahr die Schafe geschoren. Ich sortiere die Wolle bereits beim Scheren vor. Das heißt, alles so die schmutzige vom Hinterteil. Das tue ich gleich weg. Die gute Wolle, die kommt in so Papiersäcke, wird da erst einmal gelagert und dann wird die Wolle nach und nach im Sommer, wenn das Wetter gut ist, gewaschen. Dazu gebe ich die Wolle einfach in so einen Bottich und fülle hier normales Wasser ein. Man kann auch Regenwasser nehmen. Ich nehme kein Waschmittel, sondern es ist nur reines Wasser, weil ich möchte auf die Art und Weise das Wollfett in der Wolle lassen, weil das hat sehr gute Eigenschaften, sowohl zum Spinnen als auch in der ersten Zeit, wenn man die Sachen dann trägt. Die Wolle wird einfach nur leicht in das Wasser gedrückt. Und da können wir noch mehr reingeben. Drückt die Wolle so weit unter Wasser, dass eben die Luft rausgeht. Aber man darf die Wolle nicht zu sehr reiben oder so, weil dann würde sie ja filzen. So, ihr hört, wir haben ein Ei gekriegt oder vielleicht auch zwei. Unsere Hühner sind ganz lebhaft. So, da geht eine ganze Menge rein. Manchmal finde ich noch ein paar Heuhalme oder so, die kann man dann rausziehen. So. Und da geht alles rein. Die Wolle, die bleibt da jetzt mindestens 24 Stunden in dem Bottich, manchmal auch zwei oder drei Tage, das kommt darauf an, wie ich Zeit habe, und danach wird sie gespült. Ja, die Wolle war jetzt über Nacht in dem Waschbottich und ihr seht, das ist eine richtig schön braune Brühe. Und jetzt muss sie also gespült werden. Ich habe hier so ein Sieb. Da kann man die schön reingeben. Dann läuft das Wasser ab. Den Rest aus. So. Ja,
Und jetzt wird das Ganze zwei- oder dreimal gespült. Und dann muss die Wolle einfach nur noch trocknen. So, das ist jetzt gespült. Und es wird dann nächstes Mal abgegossen. Ich finde immer noch Heuhalme und so, aber das meiste geht dann später beim Tradieren heraus. So. Und die Wolle kommt dann zum Trocknen in so Körbe. Hier habe ich mehrere. Da wird es schön verteilt. Also diese Körbe hier, die sind super praktisch. Das Ganze, dieses Gestell und so, das gibt es bei IKEA zu kaufen. Ist also Gold wert, wenn man Wolle zu trocknen hat. So, das können wir noch. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal so abtropfen und dann stelle ich das ganze Gestell auf die Veranda, damit es dann unter Dach trocknet, weil es kann ja doch über Nacht regnen oder tauen und sowas. Aber jetzt darf es erstmal so abtropfen. Ja, jetzt steht die Wolle also in diesem Trockengestell auf der Veranda. Hier ist der Regen geschützt und je nach Wetter, je nachdem wie warm es ist, wie der Wind geht oder so, dauert es ungefähr eine Woche, bis die Wolle so trocken ist, dass ich sie dann verpacken kann. Ich habe es ja euch gezeigt, die Wolle habe ich gewaschen und getrocknet. Und jetzt, bevor man die Wolle spinnen kann, muss sie kadiert werden. Und da zeige ich euch mal, wie man das macht. Man hat hier solche Handkarten. Und hier ist also die Wolle. Ja. Und da gibt man dann etwas Wolle so auf die Karte. Nicht zu viel, nicht zu wenig, so. Bisschen nach Gefühl, so, das dürfte stimmen. Und jetzt wird hier kadiert. Nämlich die zweite. Man legt sich das, muss ein bisschen zurückrutschen, so, jetzt seht ihr das. Man legt sich das am besten über den Schoß und jetzt zieht man das hier schön langsam raus.
wechsle ich die Karte und bürste das wieder auf die andere zurück. Und dann wechselt man wieder. Und dann macht man das nochmal. Und das wird jetzt immer, sieht man schon, schön flauschig. So, dann kann man das wieder wechseln. Und das macht man halt so ein paar Mal, bis man der Meinung ist, dass es genug kartiert ist, dass es schön ist. So, wenn ich jetzt zufrieden bin, dann nehme ich das und gehe so. Na? Dann tue ich das so runter von der Karte und man kann das dann zu so einer Wurst oder auf Neudeutsch heißt es Honag, wickelt man das und da habe ich jetzt so ein Teil, mit dem ich spinnen kann. Das ist also schön flauschig, fein. So haben das die Leute früher gemacht, so machen es heute noch sehr, sehr viele Handspinner. Wenn man aber, jetzt muss ich hier wieder in die Kamera schauen, wenn man aber so wie ich eine ganze Schafherde hat und große Mengen Wolle verarbeitet, dann geht die Methode nicht. Also so kann man mal 1 Kilo oder 2 Kilo Wolle kartieren, größere Mengen, nee. Und ich habe dazu eine Kartiermaschine, die zeige ich euch gleich, aber dann müssen wir jetzt erstmal in den Keller gehen. So, das hier ist also meine Kartiermaschine. Das ist eine Loewe. Hier sieht man die Marke. Und damit kartiere ich also meine großen Mengen Wolle, die ich so habe. Jetzt schalten wir sie mal ein. Ich zeige euch jetzt, wie ich darauf arbeite. Und dann erkläre ich noch ein bisschen was. Versteht man wieder was, wenn ich was erzähle? Die Maschine funktioniert also so, dass hier also von dieser kleinen Rolle, die nimmt die Wolle an und dann wird es hier auf diese große Walze übertragen. Und wenn die einigermaßen voll ist, also jetzt geht da noch einiges rauf, dann kann man die Wolle abnehmen. Aber ich kann dann noch ein bisschen weiter kartieren. Man darf keine zu großen Klumpen einlegen, das verstopft das Ganze und muss man immer schön kleine Portionen. Jetzt kann ich hier mit diesem
Teil hier, also die Wolle abnehmen. Da ist hier oben, hier ist so eine Ritze, da kann man also schön reingehen und die Wolle abnehmen. So sieht man es. Jetzt sieht man das vielleicht, ich nehme das jetzt hier von der Walze ab und die muss man dann hier weiter drehen, dazu brauche ich aber beide Hände. Wenn man das sieht, die Kamera wieder so hin. So. Sieht man einigermaßen. Ups. Ja, und dann habe ich jetzt hier so ein Vlies. So, das sieht schon sehr schön flauschig aus. Aber ich lasse das noch ein zweites Mal durch, bevor ich damit spinne. Die Wolle auf der kleinen Walze, die lässt man drauf. Nur wenn man eine andere Farbe hat, also braune Wolle oder so, dann muss man diese kleine Walze mal sauber machen. Aber ansonsten kann man das weiterverwenden. Thank you.
den zweiten Durchgang abnehmen. So, und jetzt sieht es also wirklich ganz fein aus und da macht jetzt das Spinnen Spaß. Wenn ich das mit der Handkarte kardieren würde, diese Menge, da würde ich einen ganzen Abend da sitzen und jetzt geht das also innerhalb von 10 Minuten oder so und dann hat man wirklich Spaß am Spinnen. Ich erzähle euch noch ein bisschen was zu dieser Maschine hier. Ihr habt ja schon gesehen, hier sind diese Walzen mit den Nadeln da drauf. Das ist klar, so ein Gerät, wenn es da läuft, das ist gefährlich für kleine Kinder. Muss man also immer aufpassen, wer Kinder hat. Dann ist hier jede Menge Staub und Dreck. Es ist also günstig, wenn man Staubsauger gleich daneben stehen hat. Und ansonsten, was kann ich zu der Loewe-Maschine noch sagen? Also das ist hier diese Loewe elektrische Maschine. Die kostet ungefähr so 1000 Euro, ein bisschen mehr als 1000 Euro. Und lohnt sich natürlich nur für Leute, die wirklich große Mengen Wolle zu kardieren haben. Aber dann ist sie auch wirklich toll. So, jetzt sind wir wieder in der guten Stube. Vorher im Keller, da hat es nicht so schön ausgesehen, aber ich weiß nicht, wie eure Keller aussehen. Bei uns im Keller sieht es halt aus wie im Keller. So, also jetzt sind wir wieder hier. Und was mache ich jetzt mit diesem Teil? Ich nehme mir hier so Streifen ab. So. Und die wickel ich mir zu so kleinen Knäueln oder sowas zusammen. Und lege die mir dann alle hier in das Körbchen. Wenn ich hier anfangen würde, immer kleine Stücke abzureißen zum Spinnen, dann wird es mit der Zeit so unordentlich und unpraktisch. Also ist besser, man hat hier solche Teilchen. Ja, jetzt seht ihr diese Teile, das sind lauter so kleine Knäule, die liegen da also schön ordentlich drin in dem Korb und da nehme ich mir dann nach und nach ein so ein Knäuel und spinne. Wie das Spinnen geht, zeige ich euch dann im nächsten Video.